Hey, was ist denn das? Eine Batterie? Crazy verrückt. Warte mal. Wo ist er? Ha! Da, nein! Moin, Sen und herzlich willkommen zurück zur Satisfactory. Wir sind gerade dabei, den Nordwesten der Karte nochmal ein bisschen abzusuchen nach Wracks, die ich noch nicht geöffnet habe. Denn wir brauchen ja die Festplatten, damit wir die alternativen Blueprints bekommen können. Da gibt es ja jetzt 15 neue und dafür bin ich jetzt hier gerade mal ein bisschen am Suchen. Wir haben jetzt hier schon einen Wrack gefunden, ein weiteres. Und jetzt bewege ich mich hier einfach mal weiter die Küste entlang und schau mal, was wir hier noch so finden können. Nochmal nachladen vielleicht. Fleischt. Komm ich da hoch? 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 Neun! Au! Okay, es hat nur zwei Striche abgezogen. Ich muss ja auch mal ein bisschen Schaden kriegen zwischendurch. Das ist ja langweilig. Wenn hier kein Risiko am Start ist. Eine Riesenschnecke, die sich wehrt als Boss, wäre cool. Soll ich einen Blitze verschießen oder was? Ey, warte mal. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Höhle. Blähfliegen kaputt machen. Also man hat ja schon in dem einen Trailer gesehen zu Satisfactory, dass es einen Boss gibt, der diese Blähfliegen hier, die ich hier gerade so wunderschön wegaime, dass der die zu Hunderten auf den Spieler schickt, so. Das hat man schon im ersten Trailer tatsächlich gesehen. Das ist auch kein Spoiler oder so, dass der kommt. Das ist, glaube ich, auch schon gesetzt, dass der kommen wird. Wird auch sehr lustig dann, wenn der kommt. Ach, da unten, da ist irgendwie... Ist das eine gelbe Schnecke? Wie kann ich denn tauchen eigentlich? Wie kann ich denn tauchen? Weiß das jemand? Okay, einfach gegen die Wand schwimmen. Habe ich genug Luft dafür? Ist Luft ein Thema? Es ist ja nur eine grüne Schnecke. Ist schon wieder so eine falsch gefärbte Schnecke. Ich tauche jetzt einfach mal hier durch. Bitte nicht sterben jetzt. Pass auf, das ist einfach nur eine Sackgasse, Alter. Das wäre halt... Wie komme ich wieder aus dem Wasser raus? Kontrollschrift, Shift R, okay. Voll die Höhlenforschung hier. Krass. Mal nochmal nachladen. Ach, schon wieder ein Wasser. Wahrscheinlich wird es dann irgendwann so sein, dass man das dann mit Sauerstoff machen muss. Also mit Sauerstoffverbrauch. Der momentan ja noch nicht am Start ist. Deswegen sind hier so Luftblasen in der Höhle, dass man mal zwischendurch atmen kann. Was, das war doch eine gelbe? Die sah jetzt aber sehr grün aus wieder. Komisch. Ja, es stand da, ich lese aber nicht, grundsätzlich nicht. Ich verweigere mich des Lesens. Weil das viel zu einfach wäre, Informationen zu lesen, die da stehen. Dann würde ich ja wissen, um was es geht. Das höre ich nicht gerne. Ich hasse euch, ihr Hässlichen. Hä? Ist sie jetzt weggepackt? Hier ist doch gerade eine Spinne nach links rüber gelaufen. Ach komm! Du Hässlon! Ahahaha! Hast du deine Orgel verloren, ja? Ja, Tatsache. Da hat die Orgel abgeworfen. Aber war ich nicht hier schon mal drin? Ja gut. Ah! Nicht auf meinen Kopf. Ah! Geh weg! Warum muss ich gerade an Starship Troopers schon wieder denken, ey? Hihihi. Hihihi. Nachladen. Links oder rechts? Ah! Ich glaube, die Frage hat sich gerade von selbst beantwortet. Da geht's doch bestimmt auch raus, oder? Gelb plus blau gleich Wasser, grün. Achso, das erklärt einiges. Über diese verdammten Farbspiele. Nimmst du die Organe nicht mit? Ja, für was denn? Für was kann ich sie denn benutzen? Ich kann sie ja nicht benutzen. Wozu? Wozu brauche ich Organe, die ich nicht benutzen kann? Das ist genau wie den Blinddarm. Den braucht man auch für nichts.
Nur zum krank werden. Oh. Hier kann ich lang. Ja, ich glaube, hier habe ich mich schon mal reingesägt. Ja, ohne Scheiß. Das ist die Höhle, wo wir uns schon mal reingesägt haben. So, die ist jetzt aber grün. Das stand jetzt da. Aus den Organen kann man Biomasse her... Ja, toll. Biomasse brauche ich ja auch so in so wahnsinnig exorbitanten Mengen. Also ganz ehrlich, wenn mich eine Sache am wenigsten begeistert, dass wenn ich sie herstellen kann, ist es Biomasse. Weil ich ja Biomasse auch aus tausend anderen Sachen gewinnen kann. Blätter, Holz und so, das ist halt lame. Es sei denn, es wird irgendwann mal noch wichtig, dass man die hat. Aber momentan wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wozu und warum und überhaupt. Hey, hier gibt es ganz viele Bären, warte mal. Nimm doch. Hopp. Ausgewichen wie ein Fuchs. Dabei bin ich doch ein Bär, aber die können auch ausweichen. Ha, die ist gelb. Jawohl. Nice. So. Mission Wrack ist natürlich immer noch am Start. Die Frage ist... Die Fracke ist... Wo sind die Frechse? Wo sind sie? So, hier oben ist noch eine Schnücke. Die nehmen wir natürlich mit. Ein Panzer der Viecher gibt 100 Biomasse. Die Kettensäge läuft nur mit Biomasse. Ne, die läuft mit Biotreibstoff. Und den kann ich mir aus allen möglichen Sachen herstellen. So. Ich brauche, bevor ich... Also viel dringender, ja, brauche ich Festplatten. Für die Blueprints. Viel dringender als irgendwas anderes. Als irgendwelche Alien-Orgeln oder Panzer oder so. Brauche ich die Festplatten. Hier ist wieder Gas. Ich nehme jetzt mal die Maske und ziehe mir mal die Maske an, obwohl hier kein Stroh liegt. Mal gucken, ob hier was ist. Der Toy ist gar nichts, oder? Nee, doch, hässliche Viecher. Ist da eine Spalte, wo man rein kann? Nee. Hör auf mich zu beschießen und hör auf rumzuskaten wie auf Rollerblades. Kleines Schweinchen. Hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts. Null. Chatpack. Chatpack benutzen. In der Spalte war eine Schnecke. Ja, ach Gott, egal. Wie gesagt, Schnecken sind nicht jetzt meine Prio. Ich will eigentlich die, Platten. Die Blattern will ich. Ich habe auch nicht mehr viel Munition, fällt mir mal gerade so auf. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Muni mitnehmen sollen. Man unterschätzt es dann doch, ne, dass man eben 4 Schuss pro Playfliegen-Nest braucht. Ist nicht so... Da muss man doch schon ein bisschen was mitnehmen, ja. Ist nicht so ohne. So, wir sind jetzt immer noch im Norden. Ich begebe mich jetzt einfach mal in die Richtung noch. Vielleicht ist ja am Strand noch irgendwie ein Wrack, was wir noch nicht aufgemacht haben. Da oben drauf? Meint ihr, da oben kann eine sein? Das ist halt ein Weg, der ist sehr schwierig. Also, da hochzukommen ist halt schwierig. Weiß gar nicht, ob das überhaupt geht von hier. Mit dem Jetpack. Ich meine, hochbauen ist immer eine Option, natürlich, aber... Das ist auch nervig, weil ich das Material ja vielleicht dann auch noch wieder an einer anderen Stelle brauche. Oh ne, das wird nichts, warte. Das wird nicht. Das sieht auch komisch aus. Hm. Ich fliege lieber nochmal darüber. Ich glaube, da waren noch Wracks, die wir uns aufgehoben haben, aber die wir noch nicht aufgemacht haben. Ich erinnere mich, glaube ich. Wir kommen jetzt auch so langsam in die Gegend, wo das Wrack mit dem Oszillator gewesen ist, wo man die Oszillatoren braucht. Oh shit. Schaffe ich nicht. Mist! Ah, egal. Dann schwimme ich halt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da oben was drauf ist. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass da noch nicht viel ist, da hinten. Ich meine, es wäre fast so... Ich meine, das sieht auch so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig aus, da oben, wenn ich da jetzt mal ranzoome. Da so, das sieht aus wie so eine Jump'n'Run-Passage.
Mit diesen einzeln stehenden Steinstreben so. Wie so ein Super Mario Level sieht das aus. Aber da gehe ich jetzt nicht hoch. Hier ist einer von unseren Geokraftwerken. Da hinten ist ein Wrack. Gucken wir mal, ob ich da schon... Ich glaube, da habe ich noch nicht aufgemacht. Ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe welche zugelassen tatsächlich, weil ich da die Materialien nicht hatte. Das ist jetzt die Frage, was musste man da machen? Na, was ist es? Hä? Warum? Ich kann das nicht aufmachen. Ich kann gar nichts daran. Ach, hier. Hier ist die... Oder? Nee, hä? Ach, da oben. Nee, das haben wir, glaube ich, schon, oder? Hatten wir das nicht schon? Das haben wir schon gemacht, glaube ich. Ja, das ist schon offen, scheiße. Ah, die Leeren zu finden ist jetzt gar nicht so leicht. Da ist aber noch eine Schnecke da vorne. Kannst mal kurz die Map zeigen. Ja, kann ich? Hier, da. Ich bin quasi im nördlichen... In der nördlichen Zone. Hoppla. In der nördlichen Zone bewege ich mich. Wo war denn jetzt hier die Schnecke? Ich habe doch gerade eben eine gesehen. Ach, da, in der Mitte, da. Warte mal, wir machen das jetzt ganz easy, bevor wir jetzt hier ewig rumtun. Fang! Jawoll! So muss das sein. Sprengstoff ist toll. Beste Erfindung der Menschheitsgeschichte. Nice! Der sprengende Stoff verhindert Zoff und macht Poff. Jetzt muss ich mal überlegen, wo gehen wir denn jetzt lang? Ich weiß, dass da rechts irgendwo noch eins war, glaube ich. Aber wir gucken erstmal hier so ein bisschen. Da auf der Reihe waren halt, also auf, an der Klippe da, da waren ein paar, glaube ich. Da waren zwei oder drei. Sowohl oben als auch unten. Aber ich weiß halt nicht. Ah, guck mal, da kann ich sprengen, da oben. Das können wir gleich mal machen. Da könnte es wieder eine Schnecke geben. Da drunter. Wie sich das jetzt halt lohnt, diese ganzen Stellen nochmal zu besuchen. Weil man jetzt diese Mittel hat, ne? Den Sprengstoff und so. Ach, gucke mal. Lass mich! Du hässliches Vieh! Ich werf die... Ach, guck mal. Hier, guck mal, ich hab was für dich. Fang. Und jetzt? Hab Spaß. Was, er ist nicht gestorben? Kleine Sau, warum stirbst du nicht, wenn ich dich sprenge? Nein! Fangt! Ist hier überhaupt irgendwas, was sich lohnt? Da, eine Schnecke. Lasst mich. Haut ab. Au. Scheiße. Jetzt nehme ich halt mein Gewehr. Ah, nein, das ist der Becher. Das war ein Freeze. Nein, ich will euch eigentlich gar nicht... Ach, komm, lass. Ich fliege einfach weg. Ich brauche mein Gewehr für andere Gegner, nicht für euch. Ja, es stimmt. Warte mal, hier oben war ein Wrack, glaube ich. Aber das konnte ich nicht erreichen, weil das war im Gas. Ich erinnere mich. Moment, da hatte ich keine Gasmaske dabei, glaube ich. Ich muss erstmal ein Medizin nehmen, schnell. Nimm mal Medizin. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ohne, dass ich jetzt schon vom Gas Schaden kriege. Ich muss... War das hier? Moment mal. War das hier gewesen? Ich sehe es halt gerade irgendwie nicht, wo es ist. Es kann hier gewesen sein. Es kann aber auch... da hinten irgendwo gewesen sein. Wie muss ich denn das machen? Ich muss da hinlaufen rüber und dann irgendwie da hochspringen. Okay, wir versuchen das mal. Ich guck mal, was da ist da hinten. Warte, ich kann auch da rüber. Ja doch, das war hier, glaube ich. Ich glaube, das war hier. Oder? Irgendwas muss da auf jeden Fall in dem Giftnebel sein. Ich glaube, so viel ist sicher. Wenn es keine Platte ist, also dann, wenn es keine Platte ist, ist es eine Schnecke. Ich versuch's mal hier rüber. Vielleicht kann ich da ein bisschen abkürzen. Das sieht mir auch fast so aus. Wie eine Abkürzung. Mal gucken. Mal hier hoch.
Kann ich da stehen auf der Kante? Ja, kann ich. Hahaha. Oh, scheiße! Oh nein! Oh Gott! Okay, Medkit. Zu früh gelacht, glaube ich. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ist hier schon Gift? Ist hier schon Milch? Ich glaube ja. Nee. 5%, ja. Ja, muss auch mal Glück haben. Sonst hätte ich neu geladen, meine Güte. Aber wenn ich ständig auch nur neu lade, dann brauche ich ja keine Medkits mehr. Also das ist auch irgendwie Quatsch. Ich versuche mal da hoch zu fliegen. Es muss doch hier irgendwie noch was geben, lol. Irgendwie. Oh, scheiße. Gas! Gas! Wie soll man denn da hochkommen? Wie geht denn das? Was für eine Scheiße ist denn das hier bitte? Wie viel ist gar. Ha, baba! Warum? So eine Scheiße, ey. Was ist denn das für eine Location? Sind wir bei der Gazak hier oder was? Dann eben hier lang. Muss schon wieder atmen hier. Toll, meine ganzen Medkits. Meine 5, die ich mir gemacht habe. Alles weg. Alles kaputt. Und ja, ich weiß, ich kann neu laden. Das mache ich jetzt aber nicht. Das mache ich nur, wenn ich sterbe. Warum sind da hinten so viele Blähfliegen im Wasser? Ist da vielleicht ein Wrack, das jetzt ausgeblendet ist? Nee, das würde ich von hier sehen, glaube ich. Hier muss noch irgendwo eins sein. Ich weiß das genau. Das war hier irgendwo in der Gegend. Irgendwo hier war noch eins. Ne? Oh, lol, wie viele Dogos sind denn hier? Krass. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das ist Dogohausen hier. Das ist wirklich Dogohausen. Guckt euch das mal an. Wie die Kellerasseln laufen sie da rum. Da sind die neuen Ölquellen. Was? Hier in der Gegend? Was? Es gibt 67 Festplatten. Mit 33 kann man bisher was freischalten. Und eine habe ich, glaube ich, sogar schon mal verschwendet. Also würde mir dann theoretisch, wenn noch mehr Optionen reinkämen, eine fehlen, um alles freizuschalten. Es sei denn, die wäre... Aber einige wurden ja resettet. Wahrscheinlich genau aus dem Grund. Also einige, die man schon mal aufgemacht hat, wurden resettet. Wahrscheinlich genau deswegen, weil einige, ohne das zu wissen, schon alles freigeschaltet hatten und dann einige Festplatten wahrscheinlich einfach verheizt haben. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das der Grund ist. So, na gut, dann gucken wir jetzt nochmal hier in die Richtung so ein bisschen. Ich weiß, dass hier in der Gegend, da war noch mindestens ein Wrack, was wir noch nicht aufgemacht haben. Mindestens eins war hier noch irgendwo. Entweder da oben oder da rechts irgendwie. Irgendwo hier war noch eins. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es muss noch mindestens eins hier sein. Aber jetzt das wiederzufinden, ey. Das ist ein Akt. Ich glaube, da oben sogar, oder? Warte mal. Ich glaube, da habe ich es sogar gesehen gerade. Muss mal zoomen. Oder ist das ein Stein? Nee, ist ein Stein. Alles nur ein Stein. Bei der Brücke vor dir. Ach, echt? Ja, da sieht man es sogar, glaube ich. Ja, da sieht man es echt schon. Ich glaube, da ist es, ne? Oder? Nee, es war nur ein merkwürdig aussehender Pilz. Aber ich gehe da mal hin. Ich versuche da mal mein Glück. Hier sind auch noch ganz komische Formationen. Und da oben ist auch noch eine Schnecke. Im Dunkeln sieht man die so schön. Da leuchten die so toll. Aber, nee, warte mal. Ich meine tatsächlich, hier oben müsste noch eins sein. Irgendwo, hier war noch, da war so viel Gift gewesen. Da war so eine Location, da war ganz viel Gift. Und da kam ich ohne Gasmaske nicht ran.
Weil das wirklich komplett im Gift stand, das Teil. Die Frage ist jetzt nochmal, wo ist das nochmal gewesen? Ich gehe schon mal ein bisschen weiter hoch. Da ist es, da drüben. Das ist die Stelle, die ich meine. Da, da, die Stelle da. Da, da, die, da, da. Moment. Meine lieben Freunde. Das haben wir gleich. Das kriegen wir gleich hin. Das ist nicht so schwer. Hoffe ich. Oder habe ich das Wrack aufgemacht und die Schnecke nicht bekommen? Jetzt bin ich ehrlich gesagt gerade wieder ein bisschen überfragt. Ich fliege da jetzt einfach mal rüber. Das klappt bestimmt von hier. Oh shit. Das wird aber wieder sehr knapp. Oh kacke, Mann. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich kehre lieber um. Ja, scheiß Gas hier. So, warte. Oh, das war gut. Das war gut. Das war stark. So, da oben müssen wir hin. Ohne ins Gas zu laufen. Oder mit Gasmaske ins Gas laufen. Das geht auch. Jetzt bin ich gespannt. Da hinten ist auch noch eins. Oder ist das ein... Warte mal. Da war auch eins, wo nichts drin ist hier in der Gegend. Und da rechts oben war irgendwo das mit dem Oszillator, wo wir den Oszillator reinpacken mussten. Ich erinnere mich. Da sind noch zwei Wracks. Ja, eins war leer tatsächlich. Wie gesagt, da war nichts drin. Da war, das weiß ich noch, wie als wenn es gestern gewesen wäre, als wir das aufgemacht hatten. Und das war... Da war einfach nichts. So, jetzt muss ich aber... Warte mal. Wie muss ich da hin jetzt? Moment. Hier geht's doch nur wieder runter, oder? Ja, ich muss... Ich muss hier hoch. Ich muss da nach oben hin. Flieg! Bitte, bitte, bitte steh da. Ja. So, weiter nach oben. Weiter nach oben. Und nicht abstürzen. Oh Gott. Rauf. Uiuiui. Ah ja, genau. Hier machen wir mal die Gasmaske drauf. Und jetzt bin ich gespannt. Haben wir das schon aufgemacht? Eigentlich dürfte das nicht sein. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal, als wir hier waren, keine Gasmaske dabei. Aber ich lasse mich gerne belehren. Ja, genau, 40 Megawatt. Okay, kann ich hier bauen? Ja, kann ich. Okay, gut. Ich glaube, das war das Problem, die 40 Megawatt. Das ging, glaube ich, nicht aus irgendeinem Grund. Ich habe es nicht gemacht, weil hier Gift war. So. Aber wir haben sie, die Festplatte. Und dann nehmen wir das wieder weg. Genau, dann hauen wir ab. Wie kann ich denn jetzt hier am besten entkommen? Warte mal. Einfach springen. Ist gar nicht so doof, warte mal. Wenn ich schnell genug... Nee, Moment, ich muss doch nur diese Tastenkombination für die Ragdoll anwenden, warte. Hui! Mach das nicht zu Hause nach, ich bin Stuntman. So, deswegen lebe ich wieder. Juhu! Da kann ich jetzt das Jetpack auch benutzen. So. Nice! Gut, da haben wir wieder eine Platte erobert. Und hier oben war irgendwo das Ding mit dem Oszillator. Ich erinnere mich. Nein! Shit. Ach, so kurz davor, Mann. So eine Scheiße. Mist. Wie ging das jetzt? Das ist die Tastenkombination Steuerung, Shift und R. Ist das. Damit kann man sämtlichen Fallschaden unterbinden. Warum auch immer diese Tastenkombination überhaupt eine Funktion hat. Also warum auch immer es diese Funktion gibt. Ja, ich verstehe es auch nicht. Keine Ahnung, aber... Willst du dort oben nicht einen Radarturm aufstellen? Du hast ja dort Strom. Ist das hier so weit oben? Warte mal.
Also ich glaube, Radarturm würde eher hier Sinn machen, oder? Da, wo wir noch nicht so viel entdeckt haben und wo die Felsen und alles ein bisschen höher sind. Oder hier so. Obwohl. Ich müsste mir halt, für den Radarturm müsste ich mir halt den höchsten Punkt aussuchen in der Umgebung. Weil sonst macht das keinen Sinn. Sonst bleiben nämlich Elemente oder Zonen schwarz. Aber ich versuch's mal. Ich versuch mal da hochzukommen. An sich ist es keine schlechte Idee, wenn wir es versuchen, da ganz oben hinzustellen. Oh scheiße, das wird doch wieder nichts, oder? Doch, ganz knapp. Yes! Vielleicht sollte ich mal Nüsse essen. Wo sind sie? Da sind sie. Damit ich mit vollem Leben abstürze. Wenn ich schon abstürze. So, hier kann ich stehen. Dann bauen wir mal einen Radarturm ganz oben, genau. An sich keine so dumme Idee. Können wir mal machen. Hoffentlich komme ich da hoch, ohne Giftschaden zu kriegen. Ist hier Giftschaden? Ist hier Gift? Ist hier Milch? Nee. Ich glaube, da kann man auch recht einfach hoch. Da muss ich nur auf die andere Seite, da drüben hin. Da ist dann das mit dem Oszillator gewesen, das Frack. Genau, das auch nochmal als Hinweis, weil das habe ich so oft schon wieder in den Kommentaren gefragt gekriegt. Viele Leute fragen immer, warum hast du mehr als ich in meinem Spielstand? Wieso hast du das? Wieso hast du jenes? Wie hast du das bekommen? Ich habe das zwar schon extrem oft immer wieder erklärt und auch gezeigt, aber nochmal an der Stelle, ihr müsst natürlich erstmal darauf achten, welche Version ihr spielt. Wenn ihr natürlich die Stable spielt und nicht die Experimental, habt ihr einfach bestimmte Sachen nicht drin. Ja, simple as that. So, wenn ihr jetzt die Experimental spielt und ihr wundert euch, ich habe kein Gewehr, wo kriege ich das her? Ich habe keine Map, wo kriege ich das her? Ihr müsst eure MAM, euren MAM-Scanner benutzen, da wo ihr auch die Festplatten analysiert, um die alternativen Blueprints zu bekommen. Dort packt ihr die Sachen rein, die da angezeigt werden. Zum Beispiel das Gewehr. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das Gewehr habt, das MK1-Gewehr, hoppla. Wenn ihr jetzt das MK1-Gewehr habt, ihr wollt das MK2 haben, müsst ihr das MK1-Gewehr zu eurer MAM nehmen und das dort scannen, analysieren lassen. Und dann kriegt ihr über die MAM den Meilenstein, den ihr in eurem Hub an diesem Display, wo ihr eure Technologien anfordert quasi, mit dem roten Knopf freischaltet. Ganz wichtig. Das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug erklären, weil das verstehen ganz viele gar nicht, wie man die MAM benutzt. Ihr müsst das auch für andere Sachen machen, ne? Auch zum Beispiel für die Supercomputer müsst ihr das machen. Da müsst ihr Katheriumerz nehmen, zu der MAM gehen, müsst das Katheriumerz da reinpacken, analysieren lassen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, kommt ihr wieder dahin. Dann habt ihr im Hub euren Meilenstein, den schaltet ihr frei. Und dann müsst ihr die Sachen über den Meilenstein, den ihr freigeschaltet habt, produzieren. Und damit dann auch wieder zur MAM gehen und dann habt ihr wieder die nächste Freischaltoption, also Analysieroption. Und immer so weiter, solange bis ihr an der Reihe am Ende angekommen seid. Ich weiß, einige können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, aber es ist tatsächlich so, dass das sehr viele immer noch nicht wissen, wie das geht. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich wirklich mal ein Tutorial dazu machen. Weil, also so ein richtiges Video, wie schalte ich in Satisfactory Sachen frei, weil offensichtlich ist das System für einige echt zu kompliziert oder zu undurchsichtig. Also das ist jetzt kein Vorwurf, ne? Kann ja sein, dass man das nicht versteht. Ist ja okay, deswegen erkläre ich es ja auch so oft. Aber es ist echt auch interessant, wie oft das immer wieder gefragt wird. So, jetzt baue ich den Radarturm hier auf, am höchsten Punkt. Das ist, glaube ich, sogar mehr oder weniger der höchste Punkt. Das scheint das höchste Plateau hier an der Stelle zu sein. Und bauen wir den mal hier hin, ne? So, der braucht jetzt natürlich wieder Energy. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier eine Leitung nach oben frickeln. Aber ich glaube, da drüben war eine, ne? Ich muss jetzt nochmal gucken. Den sehe ich ja von Weitem, den Turm. Muss jetzt nochmal gucken, wo ich hier am easiesten Strom herkriege. Und dann können wir auch mal wegen dem Oszillator-Frack nochmal gucken. Respektiert eure MAM, genau, respektiert eure MAM, Respekt für die MAM. Ist wirklich so. Und einige Sachen, wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel Sprengstoff sucht und ihr seid aber im normalen Modus und nicht im Experimental, dann gibt's das noch nicht bei euch.
Na, dann könnt ihr das noch nicht machen. Ist auch so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Also bringt nicht den Experimental durcheinander mit dem normalen Modus. Das ist eine fiese Falle. Ah ja, da unten ist Strom. Okay, aber den muss ich erstmal hier hochkriegen. Das Wrack war leer. Da ist nichts. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja, ja, ich weiß. Jetzt schnell die gasige Maske aufsetzen und dann nehmen wir hier nämlich mal die Schnecke mit. Ach komm. Willst du mir jetzt erzählen, ich komme da nicht rauf? Das gibt's doch nicht. Oder warte, kann ich vielleicht hier drauf? Auf dich? Ja, und dann vielleicht. Nee. Okay, ich muss nochmal aufs Jetpack. Alter, das ist ja kacke. Das ist ja voll die Scheiße. Da muss ich ja erstmal hier hoch und dann. So, jetzt hier. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Genau. Ja, oder Fundament hätte ich auch machen können, stimmt. Vergessen. Die normalen, oder im normalen Modus, also nicht im Experimental-Modus, kommen die neuen Sachen dann in der Regel eine Woche später. Nachdem der Experimental-Mode mit neuen Sachen aktualisiert wurde, folgt dann der Stable eine Woche später. Das ist aber nur eine Schätzung. Ungefähr, haben sie gesagt, eine Woche später. Das ist keine Garantie, dass es eine Woche später auch kommt. Das kann auch mal schneller gehen, das kann auch mal länger dauern. Je nachdem, wie viele Probleme die dann haben oder finden. Weil die müssen ja die Bugs auch fixen, bevor das in den Stable geht. Zumindest die gröbsten. Und ja, das müssen sie halt gewährleisten. Und deswegen kann das mal länger dauern und mal schneller gehen. Je nachdem. Circa eine Woche, glaube ich, haben sie gesagt, soll das dauern. Das heißt, der Stable Branch müsste nach dieser Rechnung irgendwann jetzt in der kommenden Woche aktualisiert werden. Wie gesagt, unter Vorbehalt. Ungefähr. Möglicherweise. Eventuell circa schätzungsweise. So. Grüne Elektroschnecke. Jetzt muss ich mir mal irgendwie. Ich finde hier irgendwie gerade. Warte mal, hier war doch. War hier nicht. War das nicht hier? Das Oszillator-Wrack? Es muss irgendwo hier. Da oben war das, glaube ich. Ich glaube, das ist es. Ich muss da erstmal hin, bevor ich meinen Radarturm verbinde. Erinnert mich mal, dass ich den Radarturm noch mit Strom verbinde, bitte. Ich vergesse das sonst wieder. Wenn ich mich jetzt einmal im Kreis gedreht habe, habe ich das wieder vergessen. Hui! War das das Oszillator-Wrack? Ne, warte mal, das Oszillator-Wrack kann auch weiter noch da drüben gewesen sein. Ja, ach, Hauptsache Wrack. Wenn es kein Oszillator-Wrack ist, ist es auch egal. So, Moment. Hey, was ist denn das? Eine Batterie? Crazy verrückt. Warte mal. Wo ist er? Da, nein. Nichts doch, ich häng fest. Nachladen, schnell. Töt ihn. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Ich hänge. Es fließt. Da ist er. Erstmal daneben schießen. Ich hab ihn. Ja. So. Falsche Taste. Da sind Batterien. Warte mal. So. Was ist das? Aufheben von Batterie 7. Ha, noch kein Bild, alles klar. Ja, gut. Vielleicht liegt hier noch was anderes Cooles. Da wurde irgendwas. Was? War das Platinen? Hallo? Irgendwas wurde doch da gerade angezeigt zum Aufheben. Scheiße. Scheiße. Platine, ja. Das brauchen wir jetzt nicht. Kabels brauchen wir. 20 Megawatt und. Nein! Ein Stator, ernsthaft jetzt? Das ist nicht euer Ernst. Aber warte mal, kann ich den nicht herstellen? Moment. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Den kann ich doch machen, komm. Den kann ich doch produzieren. Stator, Stator. Ja, genau, guck mal. Gott sei Dank, ey. Das wäre es jetzt ja gewesen. Reicht da echt einer, ja? So, Energie.
Ja, warte, hier habe ich so wenig Platz. Hier nehme ich jetzt den Biomassereaktor. Der haut ja direkt 20 raus. Das geht ja. Genau, so. Und dann dahin. Und jawohl. Easy going. Alles leicht hier. Und ich habe gedacht, das wird schwierig. Wo sind eigentlich die Batterien? Ach ja, hier oben, ne? Genau. Verrückt. Wofür man die dann wohl mal brauchen wird? Ist entweder wieder ein Bauteil für irgendwas, was man noch nicht machen kann, oder vielleicht ja auch mal eine Möglichkeit, Energie zu speichern, wenn man mal erneuerbare Energien bauen kann. Das soll ja auch irgendwann noch gehen, möglicherweise. Okay, ja, ich würde sagen, meine lieben Freunde, an der Stelle ist erstmal diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind, oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Satisfactory. Bis dann, ciao, ciao.